Kalimera, Kyrie eske Kyrie, ke kalusirta testo Amphitryon von Heinrich von Kleist. Wenn man lange genug nachbaut, wer oder was man eigentlich ist, dann zerfallen Selbstbewusstsein, Name, Identität zu Staub, was erhebliches komisches Potenzial haben kann. Mit dabei sind Jupiter, der Göttervater. Zeus, kann man auch sagen, schließlich sind wir in Griechenland. Der Göttervater ist auch nur ein Mensch, weshalb er einen seiner miesen Tricks anwendet, um sich zu vergnügen. Er nimmt die Gestalt des thebanischen Feldherrn Amphitryon an, der deshalb genauso wie er aussieht. Begleitet wird er auf dieser krummen Tour von Merkur, der dafür sorgen muss, dass alles läuft. Deshalb hat er nicht so super Laune. Außerdem muss er auch noch die Gestalt von Amphitryons Diener Sosias annehmen. Und wer will schon wie Sosias aussehen? Dann gibt es Alkmene, die Ehefrau von Amphitryon, die zu Hause in Theben geblieben ist, während Amphi auf Arbeit war, das heißt im Krieg gegen die Athener. Charis schließlich ist eine Dienerin und Frau von Sosias. Dann gibt es noch ein paar Kollegen von Amphitryon und besorgte neugierige Bürger. Kleists Stück erscheint 1807, wird aber komischerweise erst 1899 Uhr aufgeführt. Wir schreiben die mythische Vorzeit. In Theben vor Amphis Haus ist es Stocknacht und los geht's. Sosias hat die Schnauze voll. Boah, diese Nacht ist echt endlos. Was er nicht weiß, Jupiter hat die Nacht einfach mal ein bisschen verlängert, um mehr Zeit mit Alkmene zu haben. So, wie melde ich jetzt unseren Sieg und dass der Amphitryon nach Hause kommt? Dumm, dass ich im Zelt war und mich versteckt habe, statt zu kämpfen. Also, es ging hoch her, es wurde scharf. Ach, ich gehe jetzt einfach rein. Da kommt ihm jemand entgegen, der genauso wie er selber aussieht, nämlich Merkur. Und sagt, du kommst hier nicht rein. Moment mal, ich bin Sosias, Amphitryons Diener. Und der so, nee, doch, nee, nee, ja, oh. Und er haut ihm noch einen drüber und sagt, also, wer bist du? Wer du willst. Also, ich bin Sosias. Moment mal, du, das ist so eine Unverschämtheit. Du kannst mir nicht einfach meinen Namen klauen. Amphitryon hat mich geschickt. Nämlich, ach ja, was hat denn der Amphitryon für eine Beute bei den Athenern gemacht? Er hat sich das Diadem des Laptakus unter den Nagel gerissen und Amphitryon eingravieren lassen. Und das ist für die Alkmene, das will er ihr schenken. Und ich habe während der Schlacht im Zelt gehockt, Schinken gegessen und Wein getrunken. Der ist wirklich ich, das kann kein anderer wissen. Okay, du hast gewonnen, aber kannst du mir dann sagen, wer ich sein kann? Also wenn ich aufhöre, Sosias zu sein, bist du wieder dran, okay? Okay, dann will ins Haus gehen. Du kommst hier nicht rein und wird weggeschickt. Da kommt der große Boss mit Alkmene aus dem Haus und sagt, also Alkmene, es war super, aber jetzt schleiche ich mich mal wieder ins Heerlager, ich habe ja keinen Urlaub. Och, können wir nicht einfach mal keine Promis mehr sein und ganz für uns unsere Ruhe haben? Süß. Sag mal, war heute der Ehemann bei dir oder dein Geliebter? Hä? Na, hast du deine Pflicht getan oder war das die lodernde Leidenschaft des Lovers, die dich entflammt hat? Ich meine, wer ist schon Amphitryon? Was? Schon gut, ich muss dann, war eine kurze Nacht, hä? Und sie haucht ein kleistisches Ach. Übrig bleiben Merkur und Charis und ihr so, so, tschö. Und die so, du bist so unromantisch. Wir sind 11 Jahre verheiratet. Ja und, jetzt bin ich plötzlich nicht mehr attraktiv oder was? Na, es ist ja dunkel, das macht nichts. Ich habe mich extra hübsch gemacht, ich suche mir einen anderen. Ja, mach doch, ich hab Tinder. Mach doch. Und halt die Klappe. Da geht die Sonne über den Oliven einen auf und Amphitryon kommt mit Sosias nach Hause und der so, da war ein Doppelgänger von mir, der hat mir so eine Abreibung verpasst. Sag mal, bist du besoffen? Nein, der wusste alles, inklusive Diadem hier. Aber du warst im Haus und hast Bescheid gesagt, nein, der hat mich doch verdroschen. Wer? Ja, ich. Ich? Ja, das Ich vom Stock. Komm. Ah, Alki. Huch, Amphi, schon wieder? Ja, das ist ja eine freundliche Begrüßung. Da haben wir 5 Monate nicht gesehen. Wir haben uns 5 Minuten nicht gesehen, Schatz. Du hast mich gestern Abend überrascht und gerade bist du wieder weg. Bitte? Es war eine göttliche Nacht. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Es haben dich alle Diener gesehen. Du hast mir das Diadem hier geschenkt. Sosias? Ich hab das Diadem hier. Die Verpackung ist noch hier, versiegelt. Und ihr macht's auf und das Diadem ist weg. Und ihr so, was? Ich werd verrückt. Erzähl mir alles. Und die so, aber du weißt doch alles. Ja, trotzdem. Naja, Küsschen und dann hast du vom Krieg erzählt und dann knickknack. Was? Du treulose Tomate. Du Arsch. Ich hol mir jetzt Kollegen als Zeugen, die bezeugen, dass ich die ganze Nacht im Feldlager war. Und diesmal bleiben Charis und Sosias übrig. Und die so, was? Und ihr, was, du Zicke? Zicke? Du hast mich so arschig behandelt. Was hab ich denn gemacht? Na, gestern Abend hast du mir noch nicht mal einen Kuss gegeben, weil ich so eine Meerrettichfahne hatte. Und am Morgen hast du gesagt, ich soll mir ruhig einen anderen suchen, mit Tinder. Was? Nix da. Da kommt Alkmene zurück und sagt, hier, Charis, ich habe gerade nochmal auf das Diadem geguckt. Plötzlich steht da ein J und nicht mehr Amphitryon. Jetzt kommt er mit Zeugen und mein Beweis ist weg. Wenn ich den jetzt doch mit einem anderen verwechselt habe, in der Nacht sind alle Katzen grau. Da kommt der Jupiter dazu und sagt, hallo. Hey, ich habe gerade nochmal auf das Diadem geguckt und vielleicht bin ich doch schuld. Das war kein anderer, das war nur ich. Und selbst wenn. Nein, ich verlasse dich, ich bin deine Liebe nicht wert. Na, dann war das vielleicht der Jupiter, der dir erschienen ist. Der soll so ein Verbrecher sein? Na, 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 das wäre ja eine Auszeichnung für dich. Du willst mich nur trösten, aber das kann nicht sein.
Und das Diadem, J, ja stimmt, der ist ja J'er Vater, also könnte es sein. Na eben, ärger den nicht. Aber ich bete ja immer ja. Und dann stellst du dir Jupiter wie deinen Mann vor. Der will auch mal als er selber wahrgenommen werden. Was? Und wenn er mal wieder anklopft, dann tue ich so, als wäre ich nicht zu Hause. Hör mal, sei nicht so, auch der Olymp ist öde ohne Liebe. Ja, aber ich will ja nur dich, Amphi. Und wenn ich Jupiter wäre? Hä? Bist du? Bin ich. Du machst mich total fertig. Schon gut. So, Sias, hier, wir haben uns versöhnt, lad mal alle zu einer Riesenparty ein. Und die Charis, die das mit den Göttern mitgehört hat, sagt, vielleicht ist das auch nicht so Sias, sondern Gott. Sosi, meinst du, das waren Götter? Kann sein. Das wäre doch total toll, wenn die mit dem Zeus... Benimmst du dich jetzt wieder von wegen Tinder? Ja, und sie fällt vor ihm nieder und sagt, mein Gott, ich bin kein Gott, ich bin eine Bratwurst. Was? Kein Gott, keine Wurst. Amphitryon kommt aus dem Heerlager zurück und will ins Haus, aber Merkur macht ihm nicht auf. Ja, mach auf! Wieso? Wieso? Ich bin's. Wer ist ich? Dein Chef Amphitryon. Nö, der ist schon drin und er geht weg und er springt im Dreieck. Aber da kommt der richtige Sosias, der also alle möglichen Leute zum Fest eingeladen hat mit den Feldherren. Und er so, warum machst du mir nicht auf? Und er so, ich war ja gar nicht da. Da plötzlich steht Jupiter dem Amphitryon gegenüber und alle so, was ist das denn? Ich bring dich um, dann wissen wir, dass du ein Betrüger bist. Nee, stopp, hier, beweis mal, dass du Amphitryon bist. Und er so, was? Und der Jupiter, genau, wir machen jetzt mal ein Referendum, damit kann man ja den größten Blödsinn hinkriegen. Ich hole mir noch Zeugen. Ja, mach das mal. Und dann gibt es noch eine lustige Szene zwischen Sosias und dem Merkur und die besorgte Öffentlichkeit tritt hinzu. Amphitryon kommt wieder, da steht Alkmene dabei und alle so, hier, seine Frau müsste den noch identifizieren können. Und die so, ja, das ist, ich nehme den hier, der sieht noch ein bisschen gefotoshoppter aus. Und die so, Alkmene, verschwinde, du Betrüger. Na, gibst du jetzt zu, dass ich Amphitryon bin? Nein, aber meine Frau sagt immer die Wahrheit. Insofern, ja, du bist Amphitryon. Nein, du bist Amphitryon. Was? Und bang, kommt ein Adler mit einem Donnerkeil vom Himmel hernieder und apportiert den dem Jupiter und der nimmt den Donnerkeil und sagt, danke, ich bin's, Papa, Jupiter, Zeus. Und alle so, ach so, und die Alkmene wird ohnmächtig. Und er so, danke für Airbnb in deinem Hause und für deine Frau. Du darfst dir was wünschen, Amphitryon. Und er so, dann hätten wir gerne einen Halbgott als Sohn. Gebongt. Ihr kriegt den kleinen Herkules. Wird ein teurer Spaß, was der alles kaputt macht. Aber naja. Aber die Alki stirbt mir jetzt nicht vor Schreck oder sowas. Nein, die wird wieder gesund. Tschüss dann. Ja, tschüss. Alki. Und er peppelt seine Frau auf. Und alles, was sie sagen kann, ist, ach. Und so hat der Göttervater mal eben das Leben der Familie Amphitryon in den Grundfesten erschüttert. Aber für ihn war es ein schöner Tagesausflug. Das waren halt andere Zeiten damals. Klassenunterschied, gell? Glücklicherweise gelten heute für alle die gleichen Gesetze, außer für Superreiche. Und internationale Konzerne. Und amerikanische Präsidenten. Da gelten noch nicht mal die Gesetze der Vernunft. Und das, liebe Gemeinde, war Amphitryon von Heinrich von Kleist. Vielen Dank. Applaus